So, das heißt, wir fliegen jetzt hier irgendwie so eine Runde. Das ist natürlich schön und gemein gleichermaßen. Ich weiß das gar nicht so. Ist, glaube ich, im Ideal zum Fliegen. So. Ich drücke R, um die Kamera auf die Landebahn zu fokussieren. Muss ich jetzt erstmal hier die Rolldinger ausfahren? So, ich bin viel zu schnell, ich bin viel zu schnell, ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Warte mal, das mit der Kamerafokussierung war jetzt auch nicht so optimal. So, ich fliege jetzt nochmal kurz eine Runde, ne? Warte mal, wo ist die Landebahn? Ich fliege nochmal von der anderen Seite an, also... Oh... Gut, man kann anscheinend auch sehr bruchig landen. Ich habe das gehabt, man muss es hier wie Flugsimulator. Ich habe aber ganz früher diesen ganz alten Flugsimulator gehabt. Microsoft irgendwas. Da muss man wirklich sehr sanft immer landen. Aber hier kannst du ja anscheinend wirklich dir relativ viel erlauben. Das ist beruhigend. So, das heißt, wir können einmal runter. So. Was? Wohin denn? So, einmal zum Hangar. Einmal da rein. So, einmal hier mit A und D. Das ist beruhigend. So, einmal hier rein. Bisschen Geschwindigkeit vielleicht. Dann einmal abbremsen. Oh, es hat besser geklappt als erwartet, muss ich sagen. Aber es macht einfach richtig Fun, hier rumzufliegen. Es ist super. Das gefällt mir. Ich denke, das war adäquate Restitution für meine impotent Rage-Statue. Das war eine mighty fine Statue, Trev. Das war ein mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries! Technical expertise, managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Or both. Super Typ, ganz klasse. Du kannst dir verschiedene Immobilien kaufen. Ich möchte aber gerne keine Immobilie haben. Für was brauche ich Immobilien? Gekaufte Immobilien werden in der Farbe des Besitzers angezeigt. Gut. Andere Immobilien wie Garagen für Autos. Okay, bla bla bla. Wisst ihr alles Bescheid, ne? Gekaufte Geschäftsimmobilien zu einem wöchentlichen Einkommen. Ah, es ist gut. Also Vertragsmissionen absolvierst. Manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Okay, wie zum Beispiel. Wer kann denn sowas kaufen? Wenn du diesen Hangar kaufst, kannst du die Schmuggelmission für Oscar erledigen. Gut. Soll ich den kaufen? Was kostet denn der? Jetzt habe ich wie viel Geld? Wie viel ist denn das? 1,6 Millionen? Nee, was kostet denn so ein Teil hier? Nur mal so aus Interesse. Und wo ist dieser Kaufpunkt? Wo ist denn dieser Kaufpunkt? Da draußen? Kaufpreis 150.000. Einnahmen pro Straße und pro Luftfrachtlieferung. Haben wir so viel Geld? Da haben wir aber nachher fast nichts mehr. Ab. Irgendwie finde ich das cool. Sollen wir den kaufen? Ich meine, irgendwie wäre das schon cool mit Luft und sowas. Komm, den kaufen wir einfach mal. Dann haben wir hier diesen coolen. Hey, hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, this is gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here.
We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Also machen wir jetzt quasi unsere erste Luftlieferung schon. Das finde ich irgendwie cool. Du hast dir den Feldhanger gekauft, diesen Leben sammelt Waffen, transportiert sie nach San Andreas. Jo, Tatsache. Du erhältst, genau, für Straßenlieferung, für Luftfahrtlieferung plus Bonus für gute Arbeit. Das ist beruhigend. Den ich wahrscheinlich nie bekommen würde. Benutze das Flugzeug oder den Buggy, um eine Lieferung zu erledigen. Ich finde das irgendwie mit dem Flugzeug cooler. Also, dann machen wir gerade mal so eine... Ja, jetzt haben wir noch 19.000, das ist gut. So, gehen wir mal dahin und machen hier einmal einsteigen. Dann dürften wir, glaube ich, unsere erste Mission bekommen. Das fände ich jetzt irgendwie cool. Oscar! Tango, Foxtrot, Whiskey! Oscar! Key! Oh, you're on the edge. I like that, I think. Okay, that plane is custom fitted for package drops. State-of-the-art radar, secure radio. It's tricked out, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast enjoying his midlife crisis. Low profile. My middle name. Okay, radar's working. You're up on the screen here. We got two deliveries. I put in the coordinates. You make the drops. You get out of there. Easy. Roger. Jo, würde ich sagen, machen wir einfach mal. Beliefere die Abwurfstellen. So, einmal erstmal raus hier. Was ist das für eine Kameraeinstellung hier? Kann ich vielleicht mal eine gescheite Kamera haben? Ach, danke schön. So. Probieren wir das mal so hier aus der Ego-Perspektive. Das fände ich irgendwie cool. So, mit 5 fliege ich dann hier nach oben. Genau, so einmal hier nach oben. So. Welche Abwurfstelle ist denn näher hier? Schauen wir mal. Okay, die sind beide nicht wirklich sehr nah. Hm. Also besser landen könnten wir natürlich von der aus. Das heißt, wir ziehen es erstmal nach links. Also ziehen wir es erstmal nach links, ne? So, hier nach links. Machen wir erstmal hier die da links. Drücke G. Ach, das Fahrgestell. Oh. Professionell und so. An alle Sachen muss natürlich gedacht werden. So. Wie im echten Flugsimulator. Und wir haben irgendwie leichte Turbulenz, habe ich so das Gefühl. Über, Ziele sind mit einem Leuchtfeuer gezeichnet. Das ist beruhigend. Aber ich glaube, irgendwie für den Anfang ist das so noch ein bisschen beruhigender, ne? So. Da unten ist anscheinend ein Leuchtfeuer, ne? Ist auch sehr unauffällig. Kann man auf keinen Fall erkennen, wo man Sachen abliefern muss. Anscheinend Umriss auf der Zone auf dem Radar. Innerhalb der Zone abwerfen. Okay. Sollte irgendwie möglich sein. Und wenn nicht, dann halt nicht. Fliegen wir da mal langsam hin. Oh, ich weiß gar nicht, wie weit das noch ist. Ach, da vorne. Heißt, wir fliegen da mal ganz gemütlich und tief hin. Und dann sollte das möglich sein. Die Frage ist, welche Taste ich drücken muss. Ah, Leertaste. Und jetzt. Package right on target. That's what I like to hear. Liefer ein Waffenpaket an der nächsten Abwurfstelle ab. Okay, dann machen wir das gerade mal. Einmal hier nach rechts ziehen. Ich glaube hier über dem Berg einmal sogar. Hollala, da kommen wir auch ganz gut wieder zur nächsten, also zur Landebahn zurück. Das ist auch ganz praktisch. Die Frage ist, warum wir drei Pakete haben. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber hey, es wird schon seine Richtigkeit haben. Denke ich mal. Wenn es nicht seine Richtigkeit hat, dann hat das halt nicht seine Richtigkeit. Also irgendwie ist Ego-Perspektive halt schon cool, aber ich komme damit nicht so klar, ne? Also noch nicht. Irgendwann vielleicht in 100 Jahren, wenn ich von dem Spiel Ahnung habe, dann... Ach, da oben. Das ist aber auch cool hier. So, da müssen wir ein bisschen langsamer werden. So, einmal hier tief drüber und dann einmal hier und zack. Wunderbar, dann fliegen wir wieder zurück. Das heißt hier einmal so rum. Nur meine Frage ist halt immer noch, warum wir... Oscar, que onde, compadre? Hey, I didn't know you spoke a real language. Damuna mamada, grama mamacita. I learned everything I know from some lovely ladies just south of the border. Ah, okay. How long you been up here anyway? You seem to know your way around.
Maybe 5 years on and off. I pretty much stay north now. Too much competition. Have to stay visible. And you? I mean, even I know that ain't a San Andrean accent. Sandy Shores, few years. Self-destructive right-wing misfits, meth, guns, incest. Closest I could find to the Midwest. So, schauen wir mal, dass wir hier halbwegs von der Landebahn, also vom Anflug, achso, erstmal Fahrgestell vielleicht, so. Hier schön langsamer werden. Abbremsen können wir ja nicht, gell? Nee. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ach, sauber, sauber, sauber. Oh, wie bremse ich denn? Wie zur Hölle bremse ich? Oh. Jetzt weiß ich, wie ich bremse. Mit S bremse ich, das ist beruhigend. Und ich kann rückwärts fahren, das ist auch beruhigend. So. Müssen wir noch einmal hier rein. Es ist ganz gut zu wissen, wie man abbremst. Ja. Wunderbar, sind wir hier, oder? Abgeschlossen. Schmuggel in der Luft. Insgesamt verdient. Super. Zeitbonus bekomme ich keinen. Naja, schade, dann halt nicht, ne? Trevor hat den Flugplatz in Los Chos, da können Flugzeuge und Hubschrauber eingelagert werden. Das ist super. So, aber ich brauche jetzt ja nicht noch einen Auftrag, oder? Hä, oder muss ich nochmal abfliegen? So, eigentlich würde ich nämlich gerne ein bisschen was anderes machen. Also, wir haben jetzt... Es kann wahrscheinlich unglaublich sinnlos sein, dass wir das jetzt hier gekauft haben, aber... Ich finde es einfach cool. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich feiere das jetzt hier einfach. So, wo haben wir denn jetzt eigentlich unsere Fahrzeuge, dass wir mal ein bisschen was Auftragsmissionen weitermachen können? Welcher Depp hat unser Auto an unser Haus gestellt? Was ist denn das hier? Landeplatz? Ach, da sind wir gerade. Ne, wir sind da oben. Und Sandy Shores, Hangar bei Sandy Shores. Ich weiß nicht, was das ist und warum wir da hin können, aber okay. Da haben wir auf jeden Fall die nächste Mission mit den Chinesen. Ach, das ist ja süß. Heißt, da könnten wir hin. Das Problem ist, wir sind nicht bei unserem Auto. Das ist ein bisschen sehr weit gerade, ne? Im Taxi habe ich eigentlich noch keine Lust drauf. Können wir hier so ein Privatflugzeug nehmen? Das weiß ich nicht. Oder haben die anderen Missionen? Die anderen haben halt auch noch Missionen. Sind nach dem... Oh. Juwelenraub untergetaucht. Och Mann, ich will jetzt nicht hin. Kann ich damit einfach hier einsteigen und rumfahren? So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. That's an all-terrain vehicle, fitted with GPS tracking system, CB radio. That'd be the radio we're talking on, man. We use these to pick up the shipments. There's a plane making a drop soon near a mobile home off East Joshua Road. Make it fast. Those rednecks have been sniffing. Ah, okay, I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? Ah, da müssen wir hin. Oh, das Wasser. Dürfen wir durchs Wasser fahren? Ja, wir dürfen anscheinend durchs Wasser fahren. Das ist beruhigend. So, einmal hier lang und dann da hoch. Und dann sollten wir eigentlich... Oh. Zügig da sein. Eigentlich wollte ich nur mit dem Auto hier mal zu unserem... eigentlichen Auto fahren. Aber anscheinend läuft das irgendwie trotzdem nicht. Also... Man kann nicht einfach mit dem Teil herumfahren, man macht damit immer automatisch eine Mission. So, toll, dass das Flugzeug jetzt früher da war als erwartet. Ist ja beruhigend. So, Waffenpakete, fahr oder lauf in die Nähe der Waffenkiste. Ach, dafür bekomme ich so 5000 oder was. Das ist auch super. Warte mal. So, einmal hier rüber. Oh. Ja, Kaktus kaputt fahren. Aber die Sicht finde ich jetzt cool, muss ich sagen. So, einmal hier. Ich weiß zwar nicht, was da war, aber anscheinend war es nicht gut für uns. So, einmal hier rüber. Kollege, nicht abbiegen, wenn ich da fahre. Das ist cool so. Das ist super. Oh. Ja, Kollege, machen wir ein bisschen zügig hier. Ach so. Naja. Ich habe schon keine Attention hier durch. So, siehst du, es ist voll seriös hier. So, einmal hier, zack. Abschlusspunkt. Wunderbar. Haben wir 5000 bekommen. Das ist natürlich beruhigend. Bekomme die Pistole dann eigentlich oder nicht so? Ich denke mal nicht so. Aber das Geld. Mann, aber wenn ich jetzt dahin will, muss ich jetzt wirklich dahin laufen oder was? Ey, das kannst du doch keinem erzählen, dass ich da jetzt hinlaufe. Haben wir eine andere Mist. Ach Mann, ich laufe da doch jetzt nicht hin.
Persönliches Fahrzeug. Kann ich das nicht irgendwie... Wie weit ist denn das? Viel zu weit auf jeden Fall. Ich hole mir jetzt auch kein Taxi, oder? Wer hat das tolle Auto weggefahren? Parkt denn hier irgendwo ein Auto, dass wir uns vielleicht snacken können? Irgendwo muss doch ein Auto stehen, was man sich snacken kann, oder? Also in der Innenstadt geht das, glaube ich... Ah, hier vielleicht. In der Innenstadt geht das eigentlich eher als hier, aber... Funktioniert doch. Wir haben unser Ziel erreicht. So, einmal hier kurz schließen. Und dann sollten wir auch so ans Ziel kommen, weil... Ganz ehrlich, die 2 Kilometer... Zack, die du... Die, laufe ich jetzt beim besten Willen nicht und hole mir auch kein Taxi. Also so ein rumstehendes Auto ist, glaube ich, immer noch die beste Möglichkeit, da irgendwie vorwärts zu kommen. Ja, Wunderbärchen würde ich sagen. Das ist eigentlich ganz praktisch so, weil... Ich meine, wer auch immer das Auto weggefahren hat... Ich meine, ich habe ja... Bisher habe ich mich immer gefreut, dass die Autos, wenn ich den Charakter gewechselt habe, wieder da waren, wo sie hingehören. Was eigentlich ganz sinnvoll war, war, da konnte ich den Charakter wechseln, er war dann gleich bei seinem Auto. Wunderbar, alles super. Also wie bei Ara... ey, Kollege, du hast Stoppschild nicht beachtet, weißt du aber schon. Ich ziehe dich jetzt hier mal aus dem Verkehr, weil das finde ich nicht korrekt. Ja, du kannst ein bisschen weit auf der Seite fahren, Motorrad. Und kommen wir da ganz gut hin. Wobei, ich könnte gleich mit dem hier zum nächsten Chinesenpunkt fahren. Ach komm, fahr damit gleich zum Chinesenpunkt. Chinesenpunkt. Ich hoffe, wir brauchen jetzt irgendwie kein Fluchtfahrzeug oder sowas, weil sonst wäre das ein bisschen... Ja, es ist... Oh, Leute, nicht schleichen hier. Stallos. Weil wir könnten kurz zu Hause... Nein, kommen wir. Nehmen wir das Auto. Irgendwann wird unser Auto neben uns... Was ist denn das für eine KI hier? Ich komme ja einfach wie im Omsi hier, ganz klar.